Was bisher geschah? Eine Oh, Falle, wow, direkt wow, vor wow. uns. Ja, das war knapp. Danke dafür's sehr frühe Bescheid sagen. Und so geht's weiter. Jetzt sind wir die ganze Zeit im Angriffsmodus, Das weil die da glaube ich hinten nicht. getriggert wurden. Absolut, natürlich. Hier, nimm mal. Und wenn wir schon dabei sind, kannst du auch mal einen nehmen. Aber gern. Wie soll ich denn das jetzt ohne Win schaffen? Oh, wie ich das genieße! Ah, was ist denn das für eine Scheiße? Toll, toll. Ja, das regt mich jetzt überhaupt nicht auf oder so. Nein, nein, kein bisschen. Alles gut. Alles normal. Dreckskacke hier. Reizend. Kann ich auch durch diese Tür? Würde das Sinn ergeben? Wahrscheinlich eher nicht. Ich will halt auch meine Leute da nicht reinlaufen lassen, wenn ich ehrlich bin. Es wäre mir lieber, wenn sie hier blieben. Warte, warte. Komm mal mit. Ihr bleibt mal kurz hier. Ha? So ist Ja, super. natürlich. Ja. Und jetzt kommt ihr alle her. Und jetzt könnt ihr auch Ha wieder wegmachen. Und so versuchen sie mal nacheinander hier reinzuziehen. Oh, außer natürlich, sie kommen alle her gleichzeitig. Oh mein Gott, ich sterbe schon wieder. Ach, fuck me, Sideways. Ohne Witz. Warte. Aber Feuerball. selbstverständlich. Sehr schön. Einen kleinen Eissturm. Schnell, schnell, schnell. Caste, 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 caste. Okay. Ob das überhaupt Schaden macht, ich weiß es nicht. Ich muss das jetzt mit Alistair alleine hinkriegen irgendwie. Oh Gott, ich bin so Ja. konzentriert gerade. Ja. Ich nehme mal kurz nochmal. Okay. Was haben wir? Ich habe gleich wieder einen Feuerball. Den Feuerball werden wir wieder benutzen. Der wirft nämlich alle um. Oh Gott, mich selbst inklusive. Ich sollte weiter weg von den Leuten hier. Definitiv weiter weg von diesen Leuten. Nein! Wieso bin ich denn jetzt eingefroren? Oh Gott, oh Gott. Schnell, schnell, schnell. Nochmal den Feuerball. Gib mir den Feuerball. Sterbt bitte alle. Please, please, please. Die already. Ihr schwitzigen Mistviecher. Oh nein, nimm nochmal. Das darf nicht wahr sein. Nein, 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 nein. Bitte stirb Aber jetzt nicht. selbstverständlich. Genau, nimm das und dann haben wir hier doch nochmal. Hier dürft ihr alle brennen. Stirb, du scheiß Mistviehmagier, du. Oh, danke, lieber Gott. Danke, danke, danke dafür. So, du als nächstes. Oh, Ah! Schande Are ist you das. fucking shitting me? Wie anstrengend ist das denn bitte? Noch mehr. Könnten wir bitte aufhören, Gegner nach mir zu senden? Ah, oh, sie stehen auf. Wo ist Win? Win, Win, steh auf. Win, Win. Ah, danke, lieber Gott. Ich hab's überstanden. Okay, auf das Ding erstmal speichern. Puh, das hat mich jetzt aber ganz schön viel Nerven gekostet, wenn ich das so sagen darf. Nimm mal hier eine Verletzungsausrüstung. Wir haben ja jetzt schwache, mehr als genug. Na, mehr als genug ist jetzt relativ, aber immerhin. Fragt einfach. Ja, ich würde gern, dass du das nimmst. Bist du gestorben? Bist du gestorben? Nein. Ich muss bei ihren dämlichen Taktiken ausstellen, dass sie sich die Scheiße hier gibt. Machst du bitte das mit dem Arkanschild und nicht mit der Kacke hier? Dankeschön. So. Dann kostet mich das auch nicht ganz so viel von meinem verdammten Mana. Nur weil ich mal kurz zu jemand anderem wechsle. Holy shit. Speichern. Alter, war das ein schwieriger Kampf. Wegen den zwei Magiern. Und weil ich mich so doof unkoordiniert angestellt habe. Und weil Win mir am Anfang schon verreckt ist. Gott fucking damn it. Ich gehe gleich weiter. Sofort. Ich will mich hier kurz nochmal umsehen. Aber nein, alles gut. Dann speichere ich. Ich hätte vielleicht von der anderen Seite kommen sollen. Da war nämlich direkt die Magier, hätte ich sie als erstes ausschalten können. Oh Gott. So ungefähr da. Der Erbauer kommt. Ja, sowas kann ich auch. Alter Verwalter. Nein. Aua. Aua. Habe ich irgendwas, was ich sonst noch dahin casten kann? Nein, ich kann ihn aber in dieses dämliche Gefängnis setzen. Reizen. So, dann haben wir vielleicht mal ganz kurz Ruhe vor den netten Herren und Damen hier. Oh Gott. Stirb! Genau so wird es geschehen. Ja, ich frage mich, wie lange dieses Gefängnis eigentlich zählt. Oh Gott, oh Gott. Ja, und schon wieder bin ich tot. Wo soll ich zuschlagen? Am besten da, wo es weh tut. Wie wär's hiermit? Und du nimmst mal nochmal einen Umschlag. Ich glaube, ein größerer wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich Und bin du dran. nimmst dir mal einen kleineren. Ich bin wohl während des Kampfes. Und nimmst nochmal davon was. Gestürzt. Und sagst denn, oh Scheiße, oh Scheiße. Oh, oh. Richtig. Ach, fucking Magier, Alter, stirb bitte einfach.
Nein, hör auf zu casten, Drecksvieh, du. Ist unser. Ja, oh Gott, er ist tot. Yay. Und das auch noch. Komm, du auch. Ohne dass jetzt noch jemand sterben muss. Dann das. Und das. Alter. Warum ist denn das so unmenschlich? Hör auf, dauernd zu sterben. Please. Okay, Barrikade. Das ist eigentlich auch... Das sieht aus wie von einer Falle, aber offensichtlich ist sie das nicht. Keine sonstigen Fallen hier. Ich glaube, ich sollte die Umgebung mal öfter nutzen. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich was bringt, wenn ich in diese Fässer Feuer reintue. Ich bin der Meinung, dass es denn... Aber na gut, egal. Egal. Ich denke gar nicht weiter drüber nach. Ich speichere jetzt das und bin einfach nur glücklich, dass ich diesen Part überstanden habe. Hallo? Oh, da ist... Okay. Erlaubt ihr? Fähigkeit unzureichend. Ich könnte das machen. Ja, du könntest das probieren. Intrigiert. Wie schön ist das denn? Oh, das sieht echt aus wie ein nettes Schild des Magisters. Verteidigung, Zauberresistenz, Chance, Distanzgeschossen auszuweichen. Nehme ich erstmal so mit. Das sieht echt schön aus hier. Bediene mich mal noch beim Schrank. Genau, oh, sowieso so keiner. Wird es geschehen. Dankeschön. Sehr freundlich. Ich gehe dann. Bye, bye. Have fun. Oh Gott. Ja, er speichert auch nochmal. Das kann ja nur gut werden. Ich weiß nicht, wie ihr bis hierher überleben konntet. War es Glück? Oder Vorsehung? Einerlei. Denn ihr werdet nicht länger überleben. Nehmt das! Bitte? Oh nein. Please. Don't hurt me. No more. Hier, du kriegst erstmal das Gefängnis. Das ist so unerfreulich. Ein Kampf. Und es interessiert ihn nicht. Es interessiert ihn natürlich so überhaupt nicht. Warte. Oh, oh, das war knapp. Du scheißt wie du. Ach Mann, ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Kann ich ihn einfrieren? Tatsächlich. Genau so wird es geschehen. Kann ich? Oh Gott. Oh, du kleines, dreckiges Mist wie du. Kannst du ihn da bitte angreifen? Was soll denn das? So. Du als allererstes frierst auch ein. Bevor du mir weiter auf den Sack gehst. Und jetzt stürzt du bitte. Sehr freundlich von dir. Dann muss ich mich schon nur noch um einen Magier kümmern. Ist auch ganz einfach. Yep, yep. Das schaffen sie schon, das schaffen sie schon. Go, Win, heile sie. Yay. Oh Gott, war das anstrengend. Das waren wirklich anstrengende Kämpfe. Blutmagier Anführer, starker Wundumschlag, Speicher der Dalish. Elektrizitätsschaden. Ja, nee, ich habe was Besseres. Schlüssel zum Schlafzimmer. Was ist denn im besagten Schlafzimmer? Ist auch eine hübsche Statue übrigens. Kenne ich aus dem Nichts, da stehen die auch öfter mal rum. Aber gut, reden wir nicht drüber. Da ist noch ein Blutmagier, den ich looten kann. Hello. Thank you. Und dann ist das... Oh, lecker. Gehen wir einfach mal und lassen hier alles in Ruhe. Aha, so kommen wir also wieder raus. Habe ich jetzt die Quest beendet? Fragezeichen. Gab es überhaupt eine Quest, die ich hätte beenden können? Ich weiß es nicht. Aber ich bin echt abgefrühstückt hier in der Ecke, muss ich sagen. Ich würde gern zurück ins Marktviertel und da meine Quest abgeben und dann mit der Urne der heiligen Andraste oder wie auch immer fortfahren und die Asche finden, um unseren Typen zu heilen. Ich glaube, hier ist kein Tag- und Nachtzyklus. Ne? Ah, da! Da ist das Mistvieh, was immer ständig so eine Geräusche macht. Eine Nachricht für euch, Herren. Nicht das Mistvieh. Wer, was, gut? Was, gut? Es gibt noch viel auszuliefern. Lebt wohl! Die Prüfung der Krähen, bitte was? Nein, nicht erhaltene Gegenstände. Ich will Quest aktualisieren. Ein Botenjunge hat dir eine rätselhafte Nachricht überbracht, in der du aufgefordert wirst, in eines der Hinterzimmer der Taverne zum müden Adligen zu kommen. Interesse an einer Zusammenarbeit mit den Krähen von Antiva hast. Ich glaube, die sind aber nicht so happy mit mir, muss ich gestehen. Also ich habe ja irgendwas getan, was denen, glaube ich, nicht so gefallen wird. Ich sollte speichern. Ich möchte diesen Kampf von ihm nicht nochmal machen müssen. Ah, Sarah will endlich mit mir reden. Hallo, Sarah. Ja? Ich muss euch leider mitteilen, dass euer Mann... ja, hier... Möchte das jemand für mich übernehmen? Ich hoffe, ihr mögt Helden, meine Dame. Denn euer Mann ist als solcher gestorben. Ich hatte befürchtet, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Ah, oh, süß. So kann ich also auch meine Arbeit an andere Leute abtreten. Das finde ich ja sehr nett. Das gefällt mir doch relativ gut. Ebenso wie es nur eine Welt, ja, ein ja, das Leben hast du mir schon mehrmals erzählt. Halt die Schnauze.
Gesegnet seien die Hüter des Friedens, die Kämpfer für die Gerechtigkeit. Die ihre Liebe falschen Göttern schenken, ja, sind Sünder. Deponie? Leichensack? Oh, okay, was ist das? Deponie. Dieser Ort ist so gut wie der andere dafür geeignet, einen Leichnam loszuwerden. Er wird nur ein weiterer Sack mit Müll sein, der aus der Stadt gespült wird. Okay. Ich habe davon zwei, glaube ich. Aber na gut. Ja, ja. Ach so. Ach, darf ich da nur einen Leichensack loswerden? Und da habe ich jetzt beide gleich runtergeschmissen. Alle Menschen sind das Werk des Erbauers. Ja, ja, bla bla. Lass mich mal kurz Leichensack. Er hat mich angegriffen. Das ist nicht... Ja, Sie sollten lernen, sich nicht mit mir... mit uns anzulegen, was? Ich meine, er wird doch einfach verschwinden, richtig? Ja, 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 ja. Ist super. Ich bin echt froh, dass ich diese Quest mache. Die Gemeinschaft der Magier dankt euch. Möge der Erbauer auf euch herablächeln. Ja, sehr gerne doch. Solange ich dafür Geld kriege und so, bin ich ja guter Dinge. Offensichtlich darf ich die Quest überall abgeben, die ich mache. Alle das... Menschen sind das Werk des Erbauers. Halt die Schnauze. Geh mir nicht auf den Sack. Reizend. Den Sack entsorgen. Ach, dann habe ich direkt beide Sachen. Ich finde, sie gucken ein bisschen vorwurfsvoll, wenn ich ehrlich sein darf. Quest aktualisiert. Du hast die Leichen entschwinden lassen. Kehre zum Schankwirt im müden Arling in Dimmeren zurück, um deine Belohnung zu erhalten. Sehr gerne. Gibt's hier neue Quests eigentlich? Weil das leuchtet? Nee, okay. Alles gut. Außerdem brät der Erbauer keine Sünder. Würdet ihr bitte aufhören, mich zu unterbrechen? Ich kenne den Gesang in- und auswendig. Ja, das merkt man. Und du dichtest ein paar neue Sachen dazu. Aber das macht die Sache auch irgendwie abwechslungsreicher. Ich bin da voll für. Lass dir nichts anderes erzählen. So, da geht's immer noch zu der Schwester. Hier wollen wir nicht hin. Hier haben wir Kylan. Hallo. Schön, dass ihr zurück seid. Braucht ihr noch was? Aus der Taverne zum müden Adligen kommen Beschwerden, dass einige Söldner dort eingedrungen sind. Es gab keine Gewalt, aber vermutlich stören die Söldner die Adligen bei ihrer feinen Konversation. Jagt das Pack einfach dort hinaus. Die Wirtin stört sich nicht an ein wenig Blutvergießen oder Sport, wie sie es genannt hat. Der Hauptmann meinte, Denerim würde ein paar tote Söldner nicht vermissen. Tut, was ihr tun müsst und viel Glück dabei. Jetzt habe ich also den Freibrief bekommen, die auch umzubringen, wenn es mir denn genehm ist. Dann ist das fast schon die einfache Variante. Ich habe mich doch neulich mit diesem Jäger unterhalten. Weißt du, was er erzählt hat? Meinst du den, der ständig von Werwölfen gefaselt hat? Genau den meine ich. Er sagt, er habe sie mit eigenen Augen gesehen. Was der wohl getrunken hat? Ich nehme an, er hat auch den Helden Dane bei ihnen gesehen. Mit Andraste im Schlepptau. Vermutlich. Wow. Ich habe auch welche gesehen. Ich bin deswegen auch nicht verrückt. Just fucking saying. Zum müden Adligen. Ich sollte doch hier... Ah ja, genau. Erstmal will ich meine Quest abgeben, bevor ich was anderes tue. Was darf es denn sein, Fremde? Braucht jemand Hilfe möglicherweise bei etwas vollkommen legal ist, was nicht vollkommen legal ist? Ich habe eurer interessierten Gruppierung einen Gefallen erwiesen. Er nickt diskret und macht sich bewusst, welche Anerkennung dir zusteht. Nicken und weggehen. Bitte was? Ach so. Erfolg freigeschaltet. Gewieft. Wo sehe ich denn eigentlich meine Erfolge? Spielerprofil? Ist es das? Ich traue mich gar nicht drauf zu drücken. Ich glaube, es ist manchmal auch. Was darf es denn sein, Fremde? Habt ihr irgendwelche Gerüchte gehört? Zeigt mal, was ihr anzubieten habt. Ja, einige Mitteilungen, bla bla, weiter. Unmissverständliche. D verlangt, dass eine Nachricht überbracht wird. Ich habe meine Verbindungen, obgleich Beschwichtigungen und dergleichen meine Sachen nicht sind. Einige davon sind derzeit sogar auf dem Weg nach Denrim, um dabei zu helfen, ein paar ganz und gar nicht loyale Wortbrecher aufzuspüren. Sie halten sich derzeit am Rand des Brasilienwalds auf, wo sie aber nicht lange bleiben können. Ich brauche jemanden, der in den Wald geht und einen Signalpfeil abschießt, der zeigt, dass der Weg sicher ist. Ich würde ja einen von meinen Leuten schicken, aber die Umstände haben einen akuten Mangel vertrauenswürdiger Mitarbeiter verursacht. Ich bezahle für diesen Dienst gutes Geld und empfehle, dass nur jemand mit Erfahrung sich diese Aufgabe annimmt. Ja, deswegen wahrscheinlich der Bogen, ne? Gauner? Wieso steht da Gauner? Hello? Oh! Wait a second. Warum übrigens verfolgen die mich nicht? Verfolgen die mich schon die ganze Zeit nicht? Habe ich also den auf H gedrückt? Wie komme ich hier wieder raus? Ah, hier lang. Okay. Das machen wir mal noch nicht. Ich glaube, das ist das tatsächlich mit den... In irgendeinem Hinterzimmer sollten wir hier die Antiva-Dingsbums-Leute treffen. Und das könnte einer von denen sein. Könnte ich mir fast vorstellen. Machen wir doch erstmal speichern. Und dann hier. Was glotzt du so?
Wir sind die Roten Ruderer. Ihr seid hier nicht erwünscht. Rote Ruderer, es gab Beschwerden über euch. Ich muss euch jetzt bitten zu gehen, sofort. Rote Ruderer? Hast du noch nie von uns gehört? Wir sind Söldner aus allen Teilen der Welt. Wir haben viele Schlachten gewonnen. Und heute Nacht trinken wir, bevor die nächste kommt. Und ihr trinkt hier? Die Taverne bei den Docks ist viel besser. Hier schmeckt uns das Bier aber am besten. Und der Wein. Und es ist weniger Kotze auf dem Boden. Solange wir zahlen, bedienen sie uns schon. Wäre euch eine Taverne mit mehr Frauen nicht lieber? Freundliche Frauen? Die Taverne ist für Adlige und sie können euch das Leben ganz schön schwer machen. Ich probiere mal die Frauenkarte. Da hast du nicht ganz Unrecht, Bedienung. Ihr und die anderen Weibsbilder seid alt und faltig und zu viel verdammte Kleidung. Wow. Ruderer, auf zu den Docks, zu den Huren. Ich bin mir sicher, die sind deutlich hübscher. Mhm, genau. Die Ruderer haben die Werne zu mir verlassen. Erstatte Feldwebel keinen Bericht. Ja, das tun wir sofort. Schön, dass wir das auch ohne Blutvergießen und so hingekriegt haben. Die Freischärler danken euch. Ja, habe ich gern gemacht. Ich weiß zwar nicht, welche von den ganzen Quests, aber ja, macht nichts draus. Ist okay. Edwina. Gute Arbeit, wie ihr das Gesindel verjagt habt. Dann speichere ich doch nochmal. Ich frage mich immer noch, wer Sophie ist und warum Sophies Wache hier rumsteht. Aber na gut. Dann probieren wir es einfach mal mit denen hier. Ich weiß nicht, ob ich Severin... Ich habe Angst, wenn ich Severin dabei habe. Sollte ich vielleicht Severin dabei haben? Oder vielleicht besser nicht? Wir reden einfach mal mit ihm. Seid ihr wegen eines Hinweises hier? Vielleicht können wir uns ein wenig unterhalten. Ihr seid von großem Interesse für mich. Ihr seid also diejenigen, die mich töten wollen, richtig? Seid ihr eine Antiva-Krähe? Nehmt mir nur einen Grund, warum ich euch im Leben lassen sollte. Ihr wollt mich also tot sehen? Wen macht ihr verantwortlich, wenn jemand stirbt? Das Schwert oder seinen Träger? Die Krähen sind Schwerter. Instrumente, die ein anderer für seine Zwecke nutzt. Eines unserer Schwerter wird angeheuert. Dann werden es und seine Helfer den Auftrag ausführen oder bei dem Versuch sterben. Als Gesamtheit haben die Krähen keine feste Ausrichtung. Ich höre, aber ihr wurdet angeheuert, um mich zu töten. Ihr seid Mörder. Kein Wort mehr, zieht euer Schwert und kämpft. Ich bin nicht interessiert, haltet euch von mir fern. Aber ihr wurdet angeheuert, um mich zu töten. Ihr müsst begreifen, dass ich für überhaupt nichts angeheuert wurde. Ein anderes Mitglied wurde beauftragt und ist gescheitert. Dramatisch gescheitert. Ein Kunde kann immer weitere Hilfe anheuern, falls der Auftrag beim ersten Mal nicht ausgeführt wird. Aber ich hoffe, wir können sicherstellen, dass das nicht geschieht. Wieso sollte ich euch vertrauen? Kein Wort mehr, zieht euer Schwert und kämpft. Wieso sollte ich euch vertrauen? Es ist für jeden Berufsstand wichtig, dass ein Mann zu seinem Wort steht. Das gilt insbesondere für heikle Berufe. Sprecht ihr von Ehre unter Dieben? Etwas in der Art. Na gut, ich will mir jetzt erstmal anhören, bevor ich es direkt in den Wind schlage. Ich würde gerne wissen, was er eigentlich möchte. Ferelden sieht sich mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert. Die Verderbnis, ein Bürgerkrieg, sonstige Probleme. Viele Leute kommen nicht miteinander aus. Manchmal kommen sie wirklich nicht miteinander aus. Möglicherweise möchtet ihr ja etwas dagegen unternehmen. Auf Leute, die derartige Dinge regeln können, könnte eine Menge Arbeit warten. Ihr heuert also Helfer an. Erzählt weiter. Tragischerweise irrt ihr euch, wenn ihr mich für eine Attentäterin haltet. Kein Wort mehr, zieht euer Schwert, bla. Ihr heuert also Helfer an. So könnte man es ausdrücken. Es gibt nicht viele, an die wir uns wenden können. Jemand, der eine Begegnung mit uns überlebt hat. Nun, er könnte uns vielleicht helfen. Etwas Geld verdienen. So gewinnen alle. Ja? Wie läuft das Ganze ab? Wenn die Bezahlung stimmt, bin ich interessiert. Tragischerweise irrt ihr euch, kein Wort mehr, ich bin nicht interessiert. Wie läuft das Ganze ab? Ich gebe euch eine Schriftrolle. Ihr lest sie und erfahrt etwas über eine interessante Person. Solltet ihr feststellen, dass dieser Person ein Unglück zugestoßen ist, dann sprechen wir wieder miteinander. Und ich bezahle euch dafür, dass ihr mich informiert habt. Das gefällt mir nicht. Wenn euch das auf der Schriftrolle nicht gefällt, tut ihr gar nichts. Möglicherweise hat die Person ja einen Unfall und jemand anderes erzählt mir davon. Was sollen die Andeutungen? Wir wissen doch beide, worüber wir reden. Wenn ich das für euch tue, will ich keine Krähen mehr im Nacken sitzen haben. Was sollen die Andeutungen, wenn wir doch beide wissen, worum es geht? Man kann nie vorsichtig genug sein. Könnt ihr es jemandem dann verdenken, dass er vorsichtig ist? Wenn ich euch... Oh Gott... Eigentlich will ich das überhaupt nicht machen.
Aber ich habe auch Angst, eine komplette Questreihe dadurch zu verpassen. Bin ich dann wenigstens die Krähen los? Das liegt nicht in meiner Macht. Ihr seid der Auftrag eines Meisters. Aber wenn ihr uns helft, dann könnte es sein, dass dieser Meister nur auf Schweigen stößt, wenn er um Hilfe bittet. Nicht wahr? Ich frage mich, was Severin dazu sagen würde. Und es ärgert mich gerade, dass ich ihn nicht mitgenommen habe. Ja gut, gib mir das erstmal. Hier habt ihr sie. Eine interessante Lektüre. Wenn das alles war, wünsche ich euch viel Glück.